Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit The Witcher 3 Wild Hunt, wo ich ungewollt irgendwie einen Trank zu mir genommen habe, warum auch immer. Vermutlich, weil ich auf Steuerkreuz gedrückt habe, in der Hoffnung, damit ein Menü zu öffnen, was nicht passiert ist, aber egal. Mal kurz gucken. Questtechnisch haben wir hier noch was. Geht zur Höhle, in der sich Majoran einst aufhielt. Genau, wir sind ja hier am Aufbessern unserer Ausrüstung, wo ich ja hoffe, dass ich da bald das Schwert auch schon mal ausrüsten kann. Ne? Also geht zur Höhle, wo Majoran sich aufhielt. Und ich krieg noch immer Hunger davon. Das ist furchtbar. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Das ist ja ganz andere Ecke irgendwie. Eishawai. Gut oder auch nicht so gut. Wieso haben wir da keinen Wegweiser? Verdammt nochmal. Plötze. Ich bräuchte dich mal. Nicht der beste Ort, um Plötze zu rufen. Habe ich so für mich beschlossen. Gehen wir erstmal raus und dann können wir noch Plötze herbeizaubern. Na, wo bist du? Plötze. Du dummes Mistviech. Du treues dummes Mistviech. Nicht, dass es am Ende heißt, ich wäre immer so feindlich gegenüber meinem Pferd. Ich bin eigentlich total lieb. Oh, ein Wildschwein. Okay, ich bekomme Angst. Wildschweine sind garstige Kreaturen hier. Hier sieht die eigentlich ganz schnieke aus. So ist's gut. Ja, das hier ist doch romantisch, das Gebäude. Beweg dich. Ja, nicht nur das Gebäude, die ganze Gegend ist ja von Grund auf romantisch. Auch der Bachlauf da, der ist so romantisch. Der ist schon wieder ramontisch, nicht mehr romantisch. Achtung, lass mich durch. Das sind keine Katzenaugen. Das sind Hexeaugen. So. Von hier aus können wir ja das nächste annehmen. Ich möchte erstmal meine Aufrüstung aufbessern. Danach kommt der andere Scheiß. Aber wir müssen halt Prioritäten setzen. Ha, und das aus meinem Munde. Man glaubt es kaum. Gefängnis von Toussaint, ja, gehen wir mal dahin. Warum nicht? Ja, mit dem A-Zeichen kann ich Feuer löschen und auch Gegner, die ich mit Ignis in Brand gesetzt habe. Aber warum sollte ich das tun? Och, auch der Blick da wieder aufs Städtchen und Schlösschen. Bouclairs ist doch... Wenn man das so in der Ferne sieht, mag man gar nicht glauben. Das ist normalerweise etwas... was bei anderen Spielen als Hintergrundbild ist. Und hier kann man tatsächlich dorthin gehen. Wie oft denkt man bei einem Spiel, oh geil, wie es da hinten aussieht, da würde ich gerne hingehen. In diesem Spiel kann man es tatsächlich tun. Und auch die Gebirge da, die sind tatsächlich vorhanden. Das ist hier nicht einfach nur ein Hintergrundbildchen, das dran gepappt ist. Nee, so nicht. So, aber wir wollen uns ja jetzt mal ein bisschen hier was gönnen. Habe ich mir sagen lassen. Gut, ich hätte mir jetzt schon das Stahlschwert machen können, so eigentlich. Habe ich aber nicht. Genau. Wir können ja wieder mit Plötze reiten. Plötze, was hast du am Wasser gemacht? Hast was getrunken oder wie? Dürstete es dich nach dem schönen klaren Wasser hier? Manche munkeln, das wäre eigentlich Wein. Der klarste Wein, den es gibt. Gänsewein. Da ist ein Reiter. Kuckuck. Nee, schön weiter. War ich überhaupt schon bei diesen komischen Zwillingsbergen da oder diesem gespaltenen Berg oder wie man das auch immer umschreiben soll? Komm jetzt. Hey, wirst du mal. So sehr wie Plötze immer scheut, muss es ein sehr scheues Tier sein. Hat ja auch Scheuklappen auf, ne?
So, hier gehe ich mal runter. Sieht mich potenziell gefährlich aus. Sag dich doch. Hab ich's doch gesagt. Es sieht gefährlich aus. So. Hey, willst du mal hier dich zerschuggeln lassen? So. Einmal freundlich lächeln und weg ist das Ding. So, und das ist die legendäre Höhle, wo Majoran war, offenbar. Ne, da bin ich gespannt. Die Höhle, die Merten erwähnt hat. Ich muss mich umsehen. Das kann eigentlich nur tödlich enden. Wird ein Spaß für die ganze Familie, glaube ich. Überall Zettel, auf jedem ein Gebet. Vielleicht hat auch Merten eins hinterlassen. Und möge Jean-Luc die Cholera treffen und seine Gedärme verschlingen, denn er ist ein Lüstling und Hundsfott wie kein zweiter von Bastien. Eine edle Sprache mit wenig edler Wortwahl. Majoran, gesegnet sei dein Name. Bitte lass mein Sohn Julien sicher in Kovi eintreffen. Lass ihn eine kleine Frau finden, am besten adlige Abstammung und mit viel Land. Pascal. Nee, da werden wir noch nicht fündig. Aber hier haben wir nochmal drei. Mertens Gebet. Na, schau einen an. So, segne mich mit Stärke, auf dass ich niemals zaudere. Segne mich mit Gewissheit, auf dass ich niemals zweifle. Segne mich mit Tatendrang, auf dass ich das Alte hinter mir lasse und das Neue begrüße. Ich, Merten, Hexer der Manticore-Schule, beginne heute meine Pilgerreise. In der Höhle, in der Majoran einst 23 Tage und Nächte fastete und meditierte. Ich schwöre, für meine Sünden zu büßen, den Pfad der Erlösung zu beschreiten und mich von allem zu befreien, das mich noch an mein altes Leben bindet, auf das ich stolz unter den Jüngern des Höchsten stehen und mich einen neuen Mann nennen kann. So werde ich nun zu Majorans Tempel reisen, um den großen Bettler zu treffen, den Weisen, der die Perlen Majorans länger im Herzen bewegt hat als irgendjemand sonst in diesem Jammertal. Seinen Rat will ich auf meinen Weg zur Absolution beherzigen. Na also, Merten hat ein Gebet auf der Rückseite des Schemas notiert. Offenbar ist er aus dem Gefängnis hergekommen und dann zum Tempel weitergezogen. Oh, wir haben offenbar noch ein Schema gefunden auf der Rückseite. Das ist ja schön. Oh, ist das schön. Was haben wir denn diesmal gefunden? Würde mich mal interessieren. Wo haben wir es denn? Handwerk. Gucken wir mal nach. Ist es das Silberschwert? Nee. Das normale Schwert haben wir ja eigentlich schon. Mal kurz gucken. Oberkörper. Hätte ich mal aufgepasst. Ah, Tatsache, Oberkörper. Die Meridiumplatte. Okay. Das ist mal was anderes. Uiuiui. Eigentlich habe ich derzeit schon eine gute Rüstung parat, habe ich den Eindruck. Denn viel mehr macht das jetzt nicht. Oh, kritischer Trefferbonus. Der ist natürlich praktisch. Aber ansonsten ist die fast schon ein kleines bisschen enttäuschend im Vergleich. Ich meine, was habe ich denn sonst an Rüstung? Muss ich mal kurz gucken. Was für eine tolle Rüstung habe ich an? Ich habe an... Okay, jetzt wundert mich gar nichts mehr. Ich habe ja die Vipen-Rüstung. Die ist ja auch Stufe 39 und eine Hexer-Rüstung. Von daher, nee, wundern tut es mich nicht. Okay. Ah ja, da hockt ja auch noch irgendwie was rum. So, wo müssen wir als nächstes hin? Wir müssen hin... Och. Ernsthaft? Ich muss wieder in die Gegend? Ich war doch erst bei diesem Kackgefängnis.
Und jetzt muss ich wieder in ähnliche Richtung. Ich glaube, die wollen mich verkackeiern. Okay, dann gehe ich zum Weingut Castel Ravello. Und von dort aus nehme ich 2, 3 Fragezeichen mit. Klingt nach einer Idee, auch wenn ihr schon jetzt panisch die Hände vom Kopf zusammenschlagen werdet. Da macht schon wieder Fragezeichen. Und haha, ich lege noch einen drauf. Es wird immer besser. Und soll ich euch was sagen? Es macht mir sogar Spaß. Beziehungsweise es macht mir so lange Spaß, bis ich sterbe. Dann hört der Spaß irgendwie auf. Gott, hier ist aber auch ein bisschen nebelig. Hier. Ah, Nebel vorbei. So schnell geht's. Lal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 
Nordlinge, was stört dich so an ihnen? Abgesehen davon, dass sie allesamt Diebe, Lügner und Schmarotzer sind? Gar nichts. Ein Glück, der hat keinen Vorurteil. Na gut, mal sehen, was er mir verkaufen kann. Zeig mir deine Waren. Ich fasse auch nichts an. Mann, Mann, Mann. Ist das ein Arschloch. Na gut, wir können mal hier ein paar Dinge tun. Verkaufen tun vor allem. Neumondrüstung. Brauche ich die noch? Frag ich mich. Oi, die Hexerrüstung ist ja einiges leichter, wenn ich das mal so sehe im Vergleich. Nicht schlecht. Nö, können wir verkaufen. Die Neumondrüstung werden wir vorerst nicht mehr brauchen, glaube ich. Nicht mal im Ansatz. Handwerk. Ich bräuchte da mal Handwerkszutaten zum Beispiel. Glühende Erzbarren. Wo kriege ich die hin? Her irgendwie. Ach nee, das will ich ja. Ahaha, jetzt kommen wir dem näher. So, zwei Stück. Und dann müsste ich eigentlich mal kurz gucken. Oberkörper. Wo ist das Ding? Huch, habe ich das übersehen? Oder ich brauche vermutlich einen speziellen Schmied dafür, ne? Meisterschmied. Ach. Bah, fick dich doch. Ja, in diesem Spiel darf ich sogar fick dich sagen, weil das ist ja eh ab 18. Wenn auch nicht unbedingt meine Videos, aber egal. Darum geht's ja jetzt nicht. So, einmal hier auf Wiedersehen. Ich muss los. Bis dann. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen oder so ähnlich. Nee, hier wollte ich doch noch mal hin. Ich meine, wenn wir schon hier auf dem Weg sind, ne? Dann nehmen wir das auch noch mit. Denn heute ist ein schöner Tag zum Sterben. Noch werde ich von nichts angegriffen. Ich bin erstaunt. Und was haben wir da hinten überhaupt? Ach nee, das ist das Gefängnis. Okay, das kenne ich schon. Nicht von innen, aber ich kenne es schon. Wie sagt man schwedische Gardinen überhaupt in der Welt von The Witcher? Heißt es dann die Gardinen Skelliges oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Hui, ein Gasthaus. Ich bin glücklich. Wo ein Gasthaus ist, kann ich doch sicherlich Gwyn spielen. Ja, das ist hier aber auch auf sehr unebenem Gelände, aber verschmilzt wunderbar mit der Umgebung. Da bin ich irgendwie schon minimal begeistert. So, da plaudern die schon mächtig, da können wir dann mal reingehen. Irgendwie habe ich nämlich den Eingang gerade verpasst. Ach, hier. Ja, dann huschen wir doch mal hinein. Tavernenwirt. Ach, die hat ja hier richtig mit Notizblock und allem. Das ist ja vorbildlich. So, aber ich wollte ja noch einmal hier. Sei gegrüßt, Herr. Was brauchst du? Ich denke schon den ganzen Tag an einen schönen Wein. Und zwar? Rot, weiß, rosé, trocken, halbtrocken, lieblich, Schweregrad, Rebsorte? Ich muss darüber nachdenken. Ah ja, wenn man in einem Land ist, das bekannt für ein Wein ist, ne? Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. So, was hat die denn hier so hinterm Tresen? Das ist leider eine Scheißkarte, die brauche ich nicht. Dann Spiegwind. Das ist so. Das wird auch das Letzte, was ich diese Folge mache, also Quint. Vielleicht könnten wir eine Partie spielen. Wenn ihr nicht Gwyn gucken wollt, dann könnt ihr schon abschalten. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotz allem noch ein kleines bisschen durchhaltet. Starten wir mal das Spiel.
Ich versuche es auch schnell hinter mich zu bringen. Was heißt hinter mich zu bringen? Ich mache es ja gerne, das ist es ja. Ja, interessant. Das kann man sich mal gönnen, ja. Was soll ich machen, ne? Ist in Ordnung. Ich weiß ja eh nicht, was ich sonst bekommen hätte. Och, wie süß ist denn das? Och, wie niedlich. Wie niedlich das ist. Oh, süß. Wieder mache ich mal so ein kleines Triss hier hin. Little Miss Triss quasi. Oh. Ulala. Oh, Ballevue Baguette. Ist ja nett. Oh. Das kann er auch. Na dann. Sowas kann ich auch entgegensetzen. Die Finte hat er ja leider schon verspielt. Oh, wie süß. Na gut, das wird also ein kleines Spion-Duell. Habe ich nichts gegen. Ach, Kines. So, hau ich mal so einen Jungen hier rein. Dann nehme ich den hier. Tabums. Und habe dann, glaube ich, fertig. Yay! Booyah! So, dann nehme ich mal die hier, diese Tante, und sage mal, den kann ich gut gebrauchen. Uiuiuiui. Heidewitzka. Okay. Dafür hat er die verballert. Und hat vermutlich keine zweite davon drin. Ist zumindest sehr unüblich. Na dann, finde ich das höchst amüsant irgendwie. Was macht die? Oh. Okay. Wird interessant auf jeden Fall. Dann kann ich eigentlich im guten Gewissens hier erstmal ein paar Karten hinsetzen. Dürfte mir eigentlich wenig passieren. Also das Ding, das habe ich eigentlich im Sack. Ich lobe mich ja gerne selbst, aber diesmal zurecht. Ja, hau ich jetzt erstmal die raus. Och, wie süß. Bringt ihn aber herzlich wenig für seine hellen Karten. Ach, ist das zuckersüß. Oh, setzt er jetzt schon seine Wetterkarte ein? Ach, einfach knuffig. Oh, noch eine. Hat er alle drei Karten, alle drei Reihen mit Kommandanten besetzt, aber nur eine, die davon Profit nimmt. Und gucken wir uns gleich mal unseres an. Machen wir hier mal so richtig Bambude. Und bam! In dein Gesicht, Alter. In dein Gesicht. Oh, ich würde mal sagen, das lief recht eindeutig. Ja, der berühmte. Ein Ceres als Karte. Muss ich mal kurz gucken. Das könnte eine neutrale bis nördliche... Oder ne, Ceres? Ne, das wäre Skellige, glaube ich. Das war doch die, die wir auf den Thron gebracht haben, oder? Das müssen wir uns mal kurz anschauen. Und Gwyn-Karten raus. Skellige. Ja, Ceres. Das ist ja schön. Das nehmen wir dann alles mal schön rein. So langsam haben wir fast sowas wie ein Deck sogar hier. Ich bin begeistert. Nördliche Königreiche. Vermutlich darf ich da nicht Ceres verwenden.
Nee, leider nicht. Wäre auch zu schön. Na gut, dann verabschiede ich mich für heute und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.